So, wieder herzlich willkommen hier beim Aden Cup Livestream auf dem Center Court. 25. Aden Cup in Luxemburg, in der Stadt Ettelbrück. Ja, wie man wahrscheinlich im Hintergrund hört, auch mit guter Stimmung und viel guter Laune. Mein Name ist Tristan Bialczewski. Ich begleite euch hier heute durch die Partien. Und jetzt haben wir die Partie Sebastian Stab gegen Janis Becher. Wir befinden uns hier bei der Partie in der zweiten Gewinnerrunde und somit die Qualifikation zur morgigen Endrunde, die letzten 96. Der Sieger der beiden wird dort auflaufen, ganz sicher auflaufen. Der Verlierer hat die Chance, noch über die Verliererrunde zu gehen und sich da mit einem Sieg dann auch zu qualifizieren. Wir spielen hier auf 5 Gewinnspiele, eine Wechselbreak. Sebastian Stab hat das Ausstoßen gewonnen und wird hier beginnen. Sebastian Stab, ich glaube, hier auf dem Turnier mitunter einer der bekanntesten deutschen Spieler, mehrfacher deutscher Meister. Viele Titel hat er getragen, spielt hier in Altstadt, Joker Altstadt, in der Bundesliga, und seit vielen Jahren Hochkaräter in Deutschland. Und ich denke auch ein Mitfavorit hier beim Aden Cup. Meine persönliche Meinung, ganz sicher Mitfavorit für den Aden Cup. Ja, breakt hier mit einem sehr soliden, starken Break, relativ feste Weiße, mittig von der Tischlinie gehalten, ein bisschen ins Kopffeld gerutscht, hat hier aber gute Chancen. Ich denke, er wird hier mit den Vollen anfangen. Denn drei Viertel der Vollen befinden sich im Kopffeld. Da muss er eigentlich nur runterspielen und einmal ganz sauber auf 5 und 6 stellen. Und dann hätte sich das 1-0 schon erledigt. Einfach gesagt. Aber liegen noch ein paar Kugeln vor uns. Ja, Sebastian Stab, ein sehr ruhiger, kontrollierter Spieler, selten schnelles Tempo. Ja, ich habe gesagt, er beginnt mit den Vollen, was er nicht tut. Er geht hier auf die Halben, riskiert da einfach einen langen Ball. Ich denke mal, Grund hierfür ist einfach, dass alle Halben sich in der unteren Tischhälfte befinden. Und wenn er da einmal den langen Ball macht, hat er keine Probleme mehr auf dem Tisch, kann alles relativ frei spielen. Und so sich wahrscheinlich den ersten Punkt sichern. Ich denke, auch hier ist auf dem Tableau der Seppel, wie man ihn nennt, deutlicher Favorit. Aber das Spiel ist erst entschieden, wenn einer der beiden 5 Punkte erreicht hat. Also auch da muss der Sebastian erstmal hin. Ja, wie schon gesagt, das ist in so vielen Partien passiert. Eigentlich relativ simple Partien, aber feste in die Tasche spielen ist hier oft nicht möglich. Der berührt ganz hart die Kante und dann war es das schon. Und hier direkt der Beginn für Janis, die Möglichkeit hier sich direkt zu zeigen. Ja.
Ja, Herne spielt die Partie bis jetzt solide runter. Die beiden wichtigsten Bälle kommen jetzt gleich noch. Also 7 liegt noch im Loch. Jetzt muss er optimal auf 2 und 3 stellen. Muss er ein bisschen übergreifen. Frage ist natürlich, wohin spielt er die beiden Kugeln? Versucht aber auf die 2 zu stellen. Ja, bleibt an der 3 hängen. Ja, 2 lochbar. Und 3 rein theoretisch lochbar. Wer wird da über die 2 spielen? Und denke ich, versuchen über die lange Bande mit ein bisschen Kontereffekt vielleicht zwischen 3 und 13 zu gelangen, um dann die 3 in dieselbe Ecktasche zu spielen. Das wäre so die Idee, die ich hätte. Ja, verschießt er die 2, bleibt auch in der 13 hängen und lässt dem Sebastian hier ja die Chance, seinen Fehler von gerade wieder wettzumachen. Und die ja noch 4 verbleibenden Kugeln für ihn zum 1:0 zu lochen. Jetzt hier nur noch die 8 vor sich liegen. Die wird er sich nicht nehmen lassen. Sebastian Stab wird hier mit 1:0 in Führung gehen gegen Janis Becher. Ja, Sebastian Stab hat zwar einen Fehler in seiner ersten Partie gemacht, aber Janis Becher hat die Partie nicht ausgeschossen. Den Sebastian nochmal die Möglichkeit gelassen. Ja. Und dann hat Sebastian die Partie auch ausgeschossen. Und jetzt ist Janis beim Break. Breakt relativ soft im Vergleich zu Sebastian. Eine Kugel gefallen, ein Stich. Ja, eigentlich in meinen Augen nur auf die Vollen möglich. Also bleibt ihm da nicht viel über die Vollen. Die Vollen sind alle rein theoretisch gut spielbar. Auch die 6 müsste unten an der 13 in die Tasche passen. Also, ja, ist der Einstich wahrscheinlich der schwierigste Ball. Ja, locht den auch. Ja, Janis macht hier weiter. Jetzt über, ja, ich würde fast schätzen 2-1-7. Wird er da spielen? Wobei ihm die Weiße da vielleicht ein bisschen weiter hätte laufen können. Für den, ja, Billardspieler aus der Schweiz. Ja, wie man im Hintergrund hört, gibt es ja auch Leute, die feiern. Ja, die ein oder andere Partie. Ja.
schauen, ob Jannis sich dadurch ein bisschen verunsichern lässt über ja, das kleine Spektakel hier im Hintergrund. Bis jetzt scheint er da sehr cool zu sein. Locht hier sehr solide runter. Jetzt läuft die Weiße ein bisschen zu weit. Ah, ja, da ist die Weiße ein bisschen zu weit gelaufen. Ich bin mir da sehr sicher. Eine 14 wird die 6 nicht vorbeipassen. Und nun hat er sich die Möglichkeit fürs andere Loch auch ein bisschen kaputt gemacht. Also das wird schwierig, würde ich sagen. Vielleicht nochmal eine Sicherheit, aber auch das ist bei einem offenen Tisch für den Gegner gar nicht mal so einfach. Ich bin gespannt, was er da jetzt versucht. Wie gesagt, bei der 14 kann ich mir den Ball gerade nicht vorstellen, aus meiner Sicht. Aber es scheint trotzdem, dass er den angeht. Nee, er legt den einfach auf die 14. Und lässt dem Sebastian hier wenig Möglichkeit zu lochen, aber ja. Für Jannis ist auch ja, seine eigene 6 doch schon deutlich verdeckt durch die 14. Also ich schätze mal, dass Sebastian da die eine oder andere Sicherheit spielt. Sebastian macht die 10 lang, spielt also dementsprechend weiter, wird dann also auch versuchen, da die Partie so zu lösen, dass er auch ausschießen kann. Zieht er den Ball schön weit runter in die untere Tischhälfte, guckt nochmal nach und wird, denke ich mal, gucken, ob die 13 geht. Sollte dies nicht der Fall sein, wird er da über die 11 weitermachen. Ja, da haben wir wieder gesehen, nur kurz die Bande berührt, nicht gefallen, klappert schnell, aber hier ja, wie vorhin schon gesagt, für Jannis Becher ist da die 6 echt schwierig, eine Bande Ecktasche geht nicht, die zweite Bande Ecktasche, also beides in die Ecktaschen über eine Bande nicht möglich. Ja, locht da die 14, versucht die Weiße wahrscheinlich sehr hoch zu laufen,
hochlaufen zu lassen. Da fällt ihm aber die Weiße. Ein bisschen sehr weit gelaufen. Oder ja, einfach der falsche Laufweg. Er bringt dem Sebastian jetzt hier Ball in Hand auf die letzten drei Halben und die Acht am Ende. Ja, also aus dem Bilde denke ich genau, mit der Neun anzufangen ist ja wahrscheinlich die beste Entscheidung. Wird dann mit der 13 auf die 11 stellen und dann wahrscheinlich die 8 in den, ja, in die Ecktasche Fuß rechts spielen. Weiße läuft da vielleicht einen Tacken weit, aber doch alles möglich. Ja, Sebastian verschießt die 8. Und lässt dem Jannis hier nochmal die Chance auszugleichen. Aber auch Jannis verschießt und lässt hier dem Sebastian doch nochmal die Chance, die 8 jetzt nochmal sauber zu lochen. Und Sebastian Stab erhöht auf 2:0 auf 5 Gewinnspiele hier. Ja, also 2:0 für Sebastian Stab hier in der zweiten Gewinnerrunde des Aden Cups, der letzten Hauptrunde für die Qualifikation hier im Hauptfeld. Sebastian im Break. Ja, jetzt habe ich hier mal kurz gesehen, auf dem Livestream grüßt mich tatsächlich der Holger Czarnecki. Ja, ich grüße zurück hier aus dem ja heute etwas verregneten Luxemburg. Nicht das schönste Wetter heute, aber man kann sich auch nicht beschweren, wenn man hier jetzt, ich bin jetzt ja fast eine ganze Woche hier, morgen ist es eine Woche, ist heute der erste regnerische Tag. Bis dahin war es immer ein schönes Wetter, gerade auch zum Wochenende hin wurde es immer wärmer. Kann man dann doch mal genießen hier. Jetzt die Pfingsttage noch. Morgen. Ja, und dann ist der 25. Aden Cup nun auch wieder Geschichte. Aber erstmal muss es ja hier irgendeinen Gewinner geben im Hauptfeld. Ja, und wie schon gesagt, für mich persönlich ist einer der möglichen Favoriten am Tisch. Es ist, ja, Sebastian Stab.
der hier derzeit noch die Möglichkeit hat, auf 3-0 zu erhöhen, hat hier die Partie relativ offen. 13 ist auf jeden Fall an der 6 vorbei spielbar. Auch oben alle halben Kugeln, die sich im, ja, fast alle im Kopffeld befinden, bis auf die 12. Aber die sehr nah am Kopffeld, alles spielbar. Also wir haben im Stream schon viele Spiele gesehen, die ja verloren gegangen sind, die man eigentlich nicht erwartet. Oder viele, er hat gesagt, sogar viele Kugeln, die man verschossen gesehen hat, die man nicht erwartet hat. Aber ich würde hier fast behaupten, dass sich Sebastian Stab hier nicht mehr darauf einlässt, einen Ball zu verschießen in dieser Partie. Und hier sich das 3-0 doch mitnehmen möchte. Wir spielen nämlich auf 5 Gewinnspiele, da ist doch 3-0 im Wechselbreak schon ein ganzes Stück, ja, Vorteil tatsächlich. Und hier mit seinem eigenen Break das durchzukriegen, natürlich dann sehr gelungen. Hier aber noch das Wichtigste, die Stellung auf die 8, die dort ja in die Mitteltasche gespielt werden soll. Sollte die Weiße noch ein bisschen zu weit laufen, wäre auch noch die lange Tasche möglich hinten im Kopfbereich, aber von dem Tempo her sieht das doch sehr gut aus. Ja, doch dann eher lang wahrscheinlich. Ja, und Sebastian Stab erhöht hier mit einem An aus auf 3-0 gegen Jannis Becher. Ein sehr, sehr starkes Break vom Jannis Becher. Die Weiße bleibt fast unmittelbar nach dem Anstoß in der Mitte stehen. Ja, wird jetzt am Ende nochmal von der 14 in die untere Tischhälfte befördert, aber doch bis dahin sehr kontrolliert, sehr starkes Break. Ja, schauen wir mal, ob er sich mit dem starken Break auch belohnen kann und den Punkt hier für sich zu holen. Nochmal die Partie ein bisschen spannender zu machen. Hier das 3-1 oder aus seiner Sicht das 1-3 zu machen. Ich schätze mal, aus der Position wird er mit den halben anfangen. Da muss er nur einmal tatsächlich in die obere Tischhälfte, die 15 verwaltet dort noch. Ich könnte mir vorstellen, dass er jetzt sogar versucht, da hinzustellen mit einem leichten Stecher. Ja, 5 fliegt er noch. Aber noch viele Möglichkeiten sind hier gegeben. Ja, Jannis hier noch die Möglichkeiten. Alles offen. Wird jetzt die 14 auf Mitte spielen und dann mit der 13 im besten Fall auf die 15 einstellen. Ja, vielleicht ein bisschen viel Winkel auf die 13. Entweder spielt er die jetzt sehr langsam rein und versucht sich zwischen der 5 und der 8 zu orientieren oder ja, läuft er ein bisschen weiter. Wir schauen mal, was er hier macht. Ja.
Okay, das ist natürlich ja, eine sehr schmale Lücke zwischen 4 und 3, aber vollkommen ausreichend. Ja, und hier jetzt nur noch die 8 vor sich. Um das Ergebnis noch ein bisschen zu flicken und sich wieder mit ins Spiel zu bringen. Muss hier übergreifen. Und locht die 8 auch mit ein bisschen Klappern, aber ja, macht ein sehr starkes Break hier, dreht er für sich 1-3 aus Sicht von Jannis Becher gegen Sebastian Staab. Ja, hier, Jannis Becher gerade verkürzt zum 1-3 aus seiner Sicht. Sebastian Staab am Break. Auch ein gutes Break. Weiß hat einen guten Drall nach vorne gekriegt. Läuft ein bisschen nah zur Bande wahrscheinlich. Aber alles drin. Hier liegen genügend Kugeln auf dem Tisch. Ich sehe jetzt auf den ersten Blick keine direkte Problematik. Na, die 12 muss man ein bisschen genauer stellen. Wenn er da auf die Halben einsteigt, was ich schätze, also ich denke, er wird da mit der 11 anfangen. Aber ansonsten könnte das ein guter Schritt in die richtige Richtung sein für Sebastian Staab. Wir befinden uns hier ja, in der zweiten Gewinnerrunde, Qualifikation zur Endrunde letzten 96. Beginnen morgen um 9 Uhr morgens. Und der Gewinner dieser Partie wird sich ebenfalls dafür sicher qualifizieren. Und der Verlierer hat dann noch die Chance, über die Verliererrunde ja, denselben Weg zu gehen. Aber bis dahin ist noch ein ganzes Stück Arbeit. Spielt der Laufball rechts die Fee, um hier in die Lücke zu stellen und trifft sie tatsächlich sehr gut. Hier kann optimal auf die 12 stellen. Jetzt ist quasi nur noch die Aufgabe, dann auch richtig auf die 15 zu kommen. Ja, Sebastian sich wohl langsam hier auf das Tempo so ein bisschen eingestellt. Die nächste Partie hat sich Nummer 15, Patrick Ugolini, Robert Emig. Patrick Ugolini, Robert Emig, Titel 50. Auf der 14, Dino Lumia, Oliver Merzer. Ja, es sind jetzt viele Kugeln spielbar. Also im Endeffekt aus der Lage der Weißen kann Sebastian alle seine Kugeln spielen. Es ist keine Kugel nicht lochbar. Aber die Frage ist natürlich, ja, in welcher Reihenfolge spielt man das jetzt? Ich kann mir vorstellen,
dass er hier mit 14 anfängt und dann anschließend die 10 spielt, um dann mit der 9 auf die 15 einzustellen. Ich schätze, das wird so der Weg sein. Wenn er nämlich die 15 perfekt einstellt, wird die Weiße den Laufweg über die kurze Bande, lange Bande optimal auf die 3 haben. Ach, auf die 3. Ja, tageslang. Auf die 8 haben. Die 3 sollte er im besten Fall nicht spielen. Hat ja die halben. Ja, spielt sogar hier jetzt die 15, um mit der 9 einzustellen. Ja gut, auch wahrscheinlich noch der sicherere Weg. Ja, da läuft ihm, da läuft ihm die Weiße zu weit an die Bande. Bedeutet, dass er nicht, oder dass es nur, ja, eigentlich nicht möglich ist für ihn, auf die richtige Seite zu 8 zu gelangen. Sondern muss die Weiße jetzt so weit zurückziehen, dass die 8 auf Mitte spielbar ist. Da hat man auch kurz das Köhl gesehen, wo er hin will. Schauen wir mal, ob er da auch hinkommt. Ja, die Weiße ein bisschen kurz, gut gelocht, aber die Weiße doch dann zu kurz. Aber hier hat er die Sicherheit, wenn er die 8 locht, liegt die 4 im Weg dafür, dass die Weiße sich möglicherweise in Richtung Ecktasche verabschieden könnte. Locht beide Kugeln fast synchron. Sebastian Stab erhöht hier zum 4:1 gegen Janis Becher. Zweite Gewinnerrunde hier. 5 Gewinnspiele, Wechselbreak. 4:1 führt Sebastian Stab gegen Janis Becher. Ja, und Janis auch hier direkt am Break. Breakt auch da wieder. Die Weiße gut kontrolliert. Hat auch da wieder eine Berührung bekommen. Aber nichts gefallen. Was hier natürlich dem Sebastian Stab die Möglichkeit lässt, die Partie ja, zu schließen für sich und heute Feierabend zu machen. Aber bis dahin ist noch ein weiter Weg. Man sieht gerade auf der rechten Tischhälfte jede Menge Kugeln, die sich fast darum streiten, wer wo liegen möchte. Auch die 8 liegt da sehr schwierig, wenn er sich jetzt für die Vollen entscheidet. Muss er auf jeden Fall die 8 noch irgendwie befreien. Ja, ein hartes Stück Arbeit. Wir lassen uns mal überraschen, mit welcher Kugel Sebastian hier anfängt. Ja, Sebastian fängt dann mit der 4 an. Lang, kein einfacher Ball. Ja, entscheidet sich aber zu fallen. Ja, wir sind mal gespannt, was Sebastian hier mit der 2 macht und was er mit der 8 macht. Das sind noch die beiden problematischen
Stellung. Ja, löste die 2 sehr stark. Aber da liegt ja auch noch die 5. Also müsst ihr jetzt hier entweder eine lange 3 riskieren oder die Kombination auf die 5 spielen. Schaut da schon mal, wo er ja, sich hinstellt, wenn er den langen Ball macht. Geht hier wohl der Kombination aus dem Weg. Ja, Sebastian stellt da sehr gut auf die 2 ein. Aber noch stellt sich die Frage der 8. Oder tatsächlich, vielleicht spielt er sie auch einfach als Banker eine Bande Mitte, wenn die 8 dann nicht stört. Ja, scheint so, dass er sagt, eine Bande Mitte soll ja der letzte Ball hier im Stream sein. Ja, für Sebastian hier der krönende Abschluss, die Qualifikation für die Endrunde mit einem 8-Ball, eine Bande Mitte. Und den macht er auch. Sebastian macht ihn mit Bravour das Spiel aus. Der letzte Ball heute im heutigen Stream. Für uns ist heute hier Feierabend. Ein langer Tag geht wieder zu Ende. Im Internet können noch die Ergebnisse nachgeschaut werden. Wir bedanken uns bei allen Zuschauern fürs heutige Zuschauen. Freuen uns auch, wenn ihr morgen wieder dabei seid und die Spieler wie auch uns hier begleitet. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Macht's euch gemütlich. Und wir hören uns morgen. Bis dahin, gutes Nächtle, auf Wiedersehen.